Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser Pilotfolge. Es ist tatsächlich ein Pilot, bedeutet im Prinzip eine Testfolge, um mal zu schauen, ob euch das vielleicht interessiert. Das ist eine Idee, die habe ich von einem Zuschauer zugesendet bekommen. Linus, glaube ich. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, du heißt Linus, ansonsten wäre es jetzt ziemlich peinlich. Es ist ein sehr experimentelles Produkt geworden, die Derby League. Ihr seht, es ist in 5 Staffeln aufgeteilt und es gibt sonderbare Regeln. Also alle Spiele finden auf neutralem Grund statt. Da werdet ihr die Stadien nach und nach kennenlernen, aber jetzt nicht, dass der HSV im Volkspark spielt. Hannover spielt nicht in der HDI Arena, Bremen nicht im Weserstadion und das zieht sich so durch alle Ligen durch. Ich erkläre jetzt einmal kurz die Regeln. Ihr könnt natürlich auch gerne vorspulen, aber dann dürft ihr am Ende auch keine Fragen mehr haben, weil ich eigentlich versuche hier alles zu erklären. Wenn es dennoch Fragen gibt, die ich nicht beantworte, schreibt die gerne in die Kommentare. Also, was bisschen die Derby League ausmachen soll, es gibt keine Regeln, es gibt kein Abseits, es gibt kein Foul, es gibt dementsprechend auch keine Karten. Das heißt, alles ist im Prinzip erlaubt. Das ist wirklich nur eine Idee. Wenn ihr sagt, das ist totaler Schwachsinn, dann schreibt das auch gerne in den Kommentaren. Aber das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. In der Derby League soll es ein bisschen härter zugehen mit Fouls und so weiter. Und dementsprechend ist da, ja, ohne Foul vielleicht ein bisschen cooler. Zudem habe ich alle Mannschaften auf 85 Gesamtstärke gesetzt. Also alle Teams haben genau die gleiche Stärke. Das heißt, theoretisch kann auch Dynamo Dresden gegen den FC Bayern mit 5:2 gewinnen oder was auch immer, wenn sie in einer Liga spielen würden. Aber es kann hier wirklich jeder gegen jeden gewinnen, sonst wäre es tatsächlich langweilig, sonst würden wahrscheinlich am Ende Bayern gegen Dortmund im Finale spielen. Das wäre vielleicht auch spannend, aber nicht so ganz der Sinn dieser tatsächlich fantastischen oder fantasiereichen Liga, in dem ja jeder jeden schlagen soll. Zudem könnt ihr sicher sein, ich gehe hier an jedes Spiel neutral ran. Ich bin ja St. Pauli-Fan, weil das oft gefragt wird. Ich bin hier weder pro noch contra HSV, auch nicht für oder gegen Rostock. Bei keiner Mannschaft ist das so, dass ich da irgendwie Sympathien oder so einfließen lasse. Ich kommentiere das einfach nur. Der Computer spielt hier Mannschaft gegen Mannschaft. Das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ansonsten würde ich noch sagen, möglicherweise probiere ich mich hier etwas in verschiedenen Kommentatorenstilen. Es ist eben alles nicht so richtig auf Ernst getrimmt. Es soll natürlich trotzdem spannend sein und ich laber jetzt keinen Schwachsinn, aber dennoch sollte man ja vielleicht hier alles nicht ganz so ernst nehmen. Als letztes würde ich noch sagen, oder möchte ich noch sagen, es gibt eine Sonderregel, was das Ganze vielleicht nochmal etwas spannender oder interessanter macht. Jeder Verein hat hier von mir eine Vereinslegende bekommen. Die gehe ich gleich einmal durch und das sind dann historische Spieler der jüngeren oder älteren Vereinsvergangenheit. Und wenn ihr Fan von einer Mannschaft seid und sagt, boah, die Legende, das ist eigentlich keine Legende oder so, dann schreibt das auch gerne in den Kommentaren oder in die Kommentare und dann wechsle ich die nochmal durch. Das ist auch kein Problem. Ich gehe die jetzt kurz durch und dann kann es eigentlich gleich auch schon losgehen, nachdem ich Ewigkeiten gelabert habe. Beim HSV ist es Uwe Seeler, bei Braunschweig Franz Merkhofer, Hannover 96 Hajiri Steiner und der SV Werder Bremen hat Ailton. In der Oststaffel Paul Dardai für die Hertha, Ralf Minge für Dynamo Dresden, Matthias Schober für Rostock und Thorsten Matuschka für Union Berlin. In der Südstaffel Benjamin Laut für 1860 München, Marek Mintay für den 1. FC Nürnberg, Thomas Kleine für Fürth und Franz Beckenbauer für die Bayern. In der Südwestliga ist es Fritz Walter für Kaiserslautern, Michael Harford für den KSC, Roland Dickieser für Mannheim und für den VfB Stuttgart Kakao. Und zu guter Letzt die 4 Legenden der Westliga sind Dede für den BVB, Darius Wosch für VfL Bochum, Bernhard Dietz für den MSV Duisburg und Ebbe Sand für Schalke. Das soll es jetzt aber tatsächlich gewesen sein. Lasst gerne am Ende einen Daumen nach oben oder auch nach unten eben da, je nachdem, ob ihr sagt, das ist ein cooles Format. Das würde ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Das hier ist jetzt eben auch eine überlange Folge. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich immer in, ja, mehrere Folgen splitten die Spieltage. Hier seht ihr dann mal den Eindruck, wie die Liga so aussehen kann. Jetzt soll es aber tatsächlich losgehen. Viel Spaß dabei. Danke fürs bis jetzt dabei gewesen sein oder zuhören und jetzt tatsächlich auch viel Spaß bei den Spielen. Los geht's! Und so beginnt sie, die Derby League der HSV zum Auftakt gegen Eintracht Braunschweig. Zwei Mannschaften, die in der kommenden Zweitligasaison auch aufeinander treffen werden. Natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Eintracht Braunschweig in Blau-Gelb nutzte hier direkt mal aus, dass es
weder Abseits noch sonst irgendwelche Regularien gibt. Der Treffer hätte ansonsten nicht gezählt, aber eben ohne Abseits ist das möglich. Pollersbeck muss direkt mal eingreifen. Der HSV, der kümmerte sich lange nicht ums Offensivspiel, kam dann aber auch über Uwe Seeler mal nach vorne. Da ist die Vereinslegende zur Stelle, legt auf für Aaron Hunt und der macht mit seinem schwachen rechten Fuß das 1 zu 0. Sieht in der Szene dann gar nicht so schwach aus. Hat Glück, dass der Ball vom Pfosten ins Tor geht. Aber Braunschweig war die bessere Mannschaft, spielte nun weiter normal und ansehnlich nach vorne. Kobylanski mit dem Ausgleich. 35. Minute, sensationelle Einlage hier. Das kann man mal so machen. War noch nicht ganz Pause. Noch einmal Eintracht Braunschweig. Schwenk mit der schönen Ballannahme. Setzt sich dann gegen Wagnumann durch und legt auf für Kammerbauer. Der ist normalerweise ganz weit hinten unterwegs. Jetzt ist er nach vorne durchgestoßen und Pollersbeck muss hinter sich greifen. Zweiter Durchgang. Braunschweig hatte mittlerweile wieder alles im Griff. Biancardi nutzt es aus, dass es eben wieder kein Abseits gibt. Und Poirier steht dann bereit. 1 zu 3 in der 55. Minute. Ganz locker eingeschoben. Und Pollersbeck konnte einem wieder nur leid tun. Aber der HSV wollte jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Sie glaubten nach wie vor an ihre Möglichkeit. Das ist Uwe Seeler. Scheitert an Engelhardt. Aaron Hunt nochmal. Engelhardt, der zum Ende hin der Drittligasaison über sich hinauswuchs, konnte hier wieder gut eingreifen. Aber den ein oder anderen Lapsus erlaubte sich die Hamburger Hintermannschaft wieder. Biancardi, das haben wir doch schon mal gesehen. Zu Poirier, 1 zu 4, 69. Minute. Aua, jetzt wird es echt heftig. Erst stark von Pollersbeck, dann etwas Pech. Es ging mit 1 zu 4 hier zu Ende, ist noch nichts verloren für den HSV, aber das ist natürlich ein gehöriger Dämpfer. Braunschweig siegt hier nicht unverdient in der Höhe. Hannover 96 hätte sich sicherlich gefreut über ein zusätzliches Nordduell in der Zweitligasaison. Nächsten September geht's ja los, aber der SV Werder Bremen hatte etwas dagegen, setzt sich mehr oder weniger souverän mit 2 zu 2 und 0 zu 0 gegen Heidenheim durch und will jetzt hier in der Derby League dem HSV die Suppe versalzen. Auch dem kleinen HSV, das ist Hannover 96 in dem Fall, muss hier durch Ron-Robert Zieler kurz vor dem Seitenwechsel aufpassen, nicht in Rückstand zu geraten. Bremen drehte dann aber tatsächlich auf vor dem Seitenwechsel über Veljkovic, der mal über rechts außen unterwegs. Eggestein zu Ailton. Super Übersicht, starker Pass. Und Sargent steht völlig frei, alleine vor dem Kasten. 45. Minute das 1 zu 0, doch noch vor dem Seitenwechsel der Treffer. Da ist Sila dann chancenlos. Und es gab noch 3 Minuten obendrauf. Woher auch immer diese 3 Minuten kamen, das weiß nur der Schiedsrichter. Bremen sollte es nicht stören. Sie spielten weiter nach vorne und erzielten sogar noch das 0 zu 2. Yuya Osako, ein extrem harter Doppelschlag, den Hannover 96 hier hinnehmen muss. Tat natürlich weh, so kurz vor der Pause. Und im zweiten Durchgang dann weiterhin SV Werder Bremen. Ailton, unwiderstehlich diese Drehung. Macht er klasse, diese Körperbeherrschung. Die kennen wir von ihm und die setzt er hier auch durch. Aber Hannover 96 wagte sich durch Philipp Ochsmal nach vorne. Da stand der SV Werder Bremen extrem schlecht, eingeleitet von Genki Haraguchi. Und Ochs vorbei an Pavlenka. War aber noch lange nicht Schluss hier. Es hätte das 2 zu 3 fallen können. Anstatt dessen aber das 1 zu 4. Yuya Osako, 80. Minute. Und es ist auch hier nach dem zweiten 1 zu 4 in der Gruppe Nord. Hannover 96 aber nochmal auf Kosmetik aus. Littenmeier in der Mitte, Steiner. Da ist er auch. Pavlenka mit der Parade. Haraguchi aber läuft durch und macht zumindest noch das 2 zu 4. Sieht etwas besser aus. Trotzdem ein gehöriger Nackenschlag. Hannover verliert hier gegen den SV Werder Bremen mit 2 zu 4.
Und dann starten wir in die Derby-Liga Ost im Old Trafford, also auch ein neutraler Grund für Hertha und für Dynamo Dresden. Die SGD legte gut los, erste Möglichkeit Schmidt, der erst an Jahrstein und dann am spitzen Winkel scheitert. Da machte der neue Drittligist richtig Dampf und bei der Hertha war noch nicht viel nach vorne zu sehen. Und es ging weiter so im ersten Abschnitt, weiter nur Dynamo Dresden, Chris Löwe über links, Flanke zu Marco Hartmann, 38. Sie hätten hier schon führen können, vielleicht sogar führen müssen. Viel Glück für die Hertha unter Bruno Labbadia, ja neu aufgestellt seit der Corona-Pause, aber hier sah es erstmal nicht so toll aus. Doch Dresden machte Fehler im zweiten Durchgang, missachtete, dass das Abseits aufgehoben ist in diesem Wettbewerb und Piontek kann davon direkt mal profitieren, taucht völlig frei vor Kevin Broll auf und spielt den Ball zum 1:0 in den Kasten. Nur wenig später Klünter, Piontek wieder mit dem Treffer, 72. Bitter für Dresden. Was nützt es, auf Abseits zu spielen, wenn es kein Abseits gibt? Doch dann kam auch nochmal ein Lebenszeichen der Dynamos, die ja insbesondere im ersten Durchgang sehr gut spielten. Hartmann hier mit dem 2:1. Jahrstein sieht auch ganz schlecht aus in der Szene, aber mehr war nicht drin. Hertha gewinnt hier zum Auftakt in die Ost-Derby-Liga mit 2:1. Etwas glücklich gegen Dresden. Der FC Hansa Rostock gegen Union Berlin, das zweite Duell hier in dieser Gruppe und es sollte ein unglaubliches Spektakel werden. Keine Viertelstunde gespielt, da ist der erste Treffer. Hanslik steht recht frei, nimmt sich der Sache an und wuchtet ihn dann schön mit links in die Maschen. Und die Kogge hatte hier den klar besseren Beginn. Krasser Fehler von Subotic. Neidhardt scheitert erst, legt den Ball nochmal rüber zu Pascal Breyer. 2:0, 20. Minute. So schnell kann's dann gehen. Gikiewicz erst noch eben mit der starken Parade. In der zweiten Instanz ist er dann machtlos. Aber Union Berlin ließ nicht locker, spielt jetzt auch endlich mal nach vorne. Bülter rechts raus, starkes Spiel, Trimmel, super Annahme zu Thorsten Matuschka, der völlig frei steht in der Mitte und kein Problem hat, an Matthias Schober vorbeizukommen, schießt den Ball ein. Und Rostock verdribbelte sich jetzt hinten, Neidhardt, Fehler, Matuschka. Und jetzt passen sie auf. Rheinthaler und Schober, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Andersson. Was für ein Tor. 2:2 in der 45. Minute. Das ja, würde in jeden Jahresrückblick kommen, wenn es hierzu einen Jahresrückblick geben würde. Das ist nicht der Fall, aber spannend sah es trotzdem aus. Zweiter Durchgang. Rostock war aber die bessere Mannschaft. Durch Leichtsinnsfehler hier den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen. Aber in der 57. Minute gehen sie dann wieder in Führung durch John Verhoek. Per Kopf hat er etwas Glück. Ja, der Gikiewicz-Nachfolger sieht hier noch etwas glücklos aus, wurde aber auch lange Zeit von seiner Vordermannschaft im Stich gelassen. Wieder John Verhoek, 64. Minute mit dem 4:2, schießt sich da selber an. Aber das Glück ist manchmal nicht mit den Dummen, sondern mit den Tüchtigen. Und Rostock war sehr, sehr tüchtig. Viertelstunde noch auf der Uhr. Hanslik völlig frei, wollte auch noch seinen zweiten Treffer machen. Tut das hier mit dem Kopf. Union machte auf und wurde dafür bestraft mit dem 5:2. Sie suchten aber weiterhin die Belohnung. Jetzt war es auch egal. Gieselmann, der neue Mann, mit der Flanke kann man aber dann nur den Rostocker Kopf erreichen. Riedel schlägt da seinen eigenen Schlussmann. Er zielt das 5:3, aber es sollte
Nichts mehr machen. Es blieb beim 5:3 ein wunderbares Spektakel, endet siegreich für die bessere Mannschaft und das war hier eben der FC Hansa Rostock. '68 München gegen den 1. FC Nürnberg, das wäre um ein Haar ein Drittliga-Duell geworden, aber der 1. FC Nürnberg schaffte es tatsächlich in der 96. Minute durch Schleusner noch den 3:1-Treffer zu erzielen und bleibt damit zweiklassig. Marek Mintal aber macht das hier erstklassig, legt auf für Robin Hack. 22:01, der lupft den Ball auch clever an. So schön kann man es machen. Viele Highlights gab es sonst im ersten Abschnitt nicht. Den sparen wir uns dementsprechend und schauen dann in die zweite Hälfte und hoffen da auf Besserung. Die Münchner Löwen gelobten diese, machten jetzt schön Druck. Pikirolu mit der Flanke und Dennis Dressel mit dem Ausgleich. 54. Spielminute. Dressel steht da am zweiten Pfosten, wird zwar bedrängt, hat aber das größere Durchsetzungsvermögen. Und die Münchner drücken jetzt auf den Führungstreffer. Benny Laut aber scheitert an Christian Martenia. Wie wichtig dieser Klassenerhalt war, hat man an Martenia gesehen, der in Tränen ausbrach. Und damit nochmal hier alles ermöglichte. Mintal allein auf weiter Flur. Marek Mintal, das Phantom schlägt zu in der 4. Minute der Nachspielzeit. Er erzielt das 2:1 für den 1. FC Nürnberg. Extrem bitter für 1860, aber da standen sie zu offen, haben zu viel riskiert, wollten gerne gewinnen. Aber verlieren am Ende gar mit 2:1. Und dabei blieb es dann. Nürnberg macht das hier ganz spät gegen die Löwen klar. Die Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den FC Bayern. Das zweite Duell in der Südliga. Bayern in den roten Trikots machte im ersten Durchgang die deutlich bessere Figur. Serge Gnabry hat die Übersicht, als Kouassi, der auch per Kopf an den Ball kommt in der 25. Aber dann doch den Kasten recht eindeutig verfehlt. Das konnte Sascha Burchardt schon im Ansatz beobachten. Dann war auch Pause. Viel mehr war aus dem ersten Durchgang nicht rauszuholen. Und Greuther Fürth machte es im zweiten Durchgang dann aber deutlich besser. Das ist Branimir Hrgota, der antreibt. Hat man von ihm auch sonst nicht so gesehen. Legt quer Kenny Prince Redondo mit dem 1:0 in der 60. Spielminute. Lässt dann Neuer aus der Distanz keine Chance. Aber die Bayern wollten es wissen, zumindest hier einen Punkt mitnehmen. Pavard, Müller zu Leroy Sané. Die Riesenmöglichkeit für den Neuzugang, trifft den Ball hier aber überhaupt nicht gut und Burchardt macht sich groß, hat dann das Glück. Nachspielzeit. Lewandowski in der ersten Minute der zusätzlichen 2. Verfehlt hier den Winkel knapp. Das Unentschieden wäre möglich, auch klar verdient gewesen, aber Bayern verpasste es. Auch hier ist noch nichts verloren, aber das ist natürlich etwas bitter, so ins Turnier zu starten. Der 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher Sportclub. Keine Partie, die von sonderlicher Freundschaft geprägt ist, aber dafür sind wir eben auch in der Derby League. Keine Fouls, keine Karten, kein Abseits. Der Ball hier auf Kyungrok Choi ist gut gespielt. Komische Aktion und Grill mit dem Eigentor. Ärgerlicher kann es nicht laufen, aber Greuß schmeißt sich da rein in den Ball und zugegebenermaßen auch in den Torhüter. Der stürzt nach hinten, ja, und fällt mit dem Ball ins eigene Gehäuse. Der KSC profitierte sehr gerne davon und machte weiterhin Druck. Kaiserslautern kam hinten kaum raus. Choi wieder. Kopfball Gondorf, der kam eigentlich ganz schlecht. Wird aber so zur unfreiwilligen Vorlage für Philipp Hofmann zum 2:0 in der 30. Spielminute. Der Ball wäre ja sowas von weit am Kasten vorbei. Aber Hofmann steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Die Roten Teufel wollten gerne noch anschließen vor dem Seitenwechsel.
diese Flanke hier nicht verkehrt. Fritz Walter! Da fehlte wirklich nicht viel. Die Vereinslegende hier kurz vor seinem ersten Treffer in dieser Liga. Der KSC im zweiten Durchgang, aber verschanzte sich nicht hinten. Das ist mal Jerome Gondorf mit einem Abschluss in der 54. Und das ist richtig stark von Lennart Grill. Macht damit ja sein Eigentor wieder wett. Nicht wirklich, aber er hält seine Mannschaft im Spiel. Und Kaiserslautern kam auch nochmal. Die Möglichkeit zum 1:2 hier, aber verpasst. Von Opoff pariert in der 66. Spielminute. Und das war dann die Geschichte dieses Spiels. Die Roten Teufel kamen einfach nicht zum Anschlusstreffer und somit nicht mehr zu einem Unentschieden. Karlsruhe gewinnt, profitiert von einer guten ersten Hälfte und sieht damit am ersten Spieltag die ersten 3 Punkte ein. Im zweiten Duell der Südwestliga trafen Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart aufeinander. Stuttgart, ja, Sie können es ahnen, in den roten Trikots. Spielte hier gut auf von Beginn an. Das ist Silas Wamangituka. Mangala quergelegt, abgewälschter Schuss. Hofrath schmeißt sich da rein in den Ball von Nicolas Gonzalez. Wird dadurch erst so richtig gefährlich. Das Schienbein aber sorgt nur für einen ungefährlichen Eckball. Nun auch die Mannheimer. Weiter Schlag nach vorne. Guaida leitet weiter zu Kevin Coffey. So schnell kann es gehen. 18. 1:0 für Waldhof. Vorbei an Gral, der die noch schwebende Torhüterposition bei den Schwaben hier erstmal ausfüllen sollte. Bei dem Treffer war er chancenlos. Aber die Stuttgarter Defensive machte es nicht sonderlich gut. Korte mit der Vorlage für Mohamed Guaida. Eben ein aufgelegt, jetzt selber gemacht. Läuft dadurch, hat viel Platz, viel zu viel Platz sogar. Und lässt Gral keine Chance. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der VfB Stuttgart aber war spielerisch hier mindestens auf Augenhöhe. Kam jetzt wieder über die linke Seite mit Silas. Schöne Flanke, starke Parade von Bartels. Aber Kakao steht da. 62. Minute. Dafür wurde er hier nochmal zurückgeholt. Und der VfB Stuttgart hat jetzt Blut geleckt. Mangala, Querpass, Gonzalez. Und stark nochmal rüberlegt von Di Davi, 67. Der 2:2 Ausgleichstreffer. Mannheim schenkt eine 2:0 Führung her. Wollte es jetzt aber in der Schlussphase nochmal gut machen. Sie bekam nochmal die dicke Möglichkeit über Coffey und Guaida. Coffey aber haarscharf rechts vorbei. 84. Minute hier. Der Siegtreffer sollte nicht mehr fallen und so trennen sich diese beiden Mannschaften, Mannheim und Stuttgart, fast schiedlich friedlich mit 2:2. Das ist verdient und wir haben durchaus ein schönes Spiel gesehen. Und damit holen wir die letzte Liga noch rein in den Wettbewerb. Das ist die Westliga. Dortmund gegen Bochum legten hier los. Und das ist etwas übertrieben gesagt, weil hier überhaupt keiner loslegte. Keiner wollte so recht. Es war ein extrem langweiliges und schlechtes Fußballspiel. Die erste Halbmöglichkeit hier schon in der 44. Minute durch Robert Tesche, der da aber dann behindert wird und den Ball selber ins Tor auslenkt. Ein Sinnbild für diesen ersten Durchgang. Dementsprechend ging es folgerichtig mit 0:0 in die Katakomben. Viel Spaß konnte man hier wirklich nicht haben. Und das sah man hier auch in den Gesichtern der Spieler. Der zweite Durchgang sollte dann besser werden, aber der VfL Bochum hatte zumindest defensiv die Mittel dabei, Dortmund in Schach zu halten und nach vorne dann kleine Akzente zu setzen. Wir warten nach wie vor auf den ersten richtigen Torschuss. Vielleicht jetzt mal. Blum legt auf zu Tesche. Starke Hackenaktion. Darius Wosch. Nun ja, dann Axel Sakadu ist dazwischen. Der Ball wäre aber aufs Tor gekommen und somit müssen wir das hier schon positiv hervorheben. Vielleicht jetzt mal. Bürki von hinten raus mit Hummels und
Dede, wunderbarer langer Ball des Routiniers auf den Jungspund. Erling Haaland. Das lässt er sich da nicht nehmen. 70. Minute. Die neue Nummer 17 auf die alte 17. Haaland hier noch unter der provisorischen 3. Läuft ja in der nächsten Saison mit einer anderen auf, aber auf jeden Fall nicht mehr mit der 17. Die trägt hier Dede. Und Dortmund wollte noch einen drauflegen. Mats Hummels kommt hier zum Kopfball nach der Ecke, aber den trifft er völlig falsch. Aber es brachte Zeit und brachte auch diese Führung über die 90 Minuten. Nicht verdient, nicht schön, aber die 3 Punkte sind auf der Habenseite. Das Ziel des BVB ist damit fürs Erste erreicht. Und zum Abschluss des ersten Spieltags der Derby League haben wir im Westsektor noch Duisburg gegen den FC Schalke 04. Duisburg in den weiß-blauen Zebra-Trikots und Schalke im Schwarz-Anthrazit, wie auch immer man es nennen möchte. Schalke war hier besser, 25. Minute, Amin Harit aus 16 Metern mit dem ersten Ausrufezeichen. Die Chance für Königs-Anthrazit wäre hier schon da gewesen. Vielleicht auch eine Standardsituation, halbe Stunde gespielt. Der Kopfball von Sané, aber bestenfalls eine Annäherung. Und auch das wäre noch fair und sympathisch ausgedrückt. Weit vorbei dieser Kopfball, aber Schalke bemühte sich und spielte weiterhin nach vorne. Die Meidericher versprühten hier alles andere als Spaßfußball. Sah eher gehemmt aus. Schöpf mit der Hacke zu Utschipka. Diesmal muss Weinkauf richtig eingreifen. 34. Minute macht er gut. Utschipka, verdeckter Schuss. Aber Weinkauf ist in der Ecke. Bis auf einige katastrophale Patzer in der letzten Drittligasaison hat er sich richtig gesteigert. Der Mann, der von Hannover 96 kam. Aber es gab auch noch eine Möglichkeit für den MSV durch Moritz Stoppelkamp, der hier Schubert testet. Er hält hier erstmal noch den Vorzug vor Ralf Fährmann. Ist da möglicherweise noch mit den Fingerspitzen dran. Der Ball küsst danach den Außenpfosten. Jetzt gehen wir in den zweiten Durchgang. Da war dann Schalke auch nur noch mäßig gut drauf. Fehler von Sané, Daschner und Vermey im Passspiel. Aber Schubert zeichnet sich mal aus, hatte eben wirklich wenig zu tun. Jetzt war er gefordert, war er gefragt und parierte. Die letzte Aktion des Spiels gehörte dann aber nochmal dem FC Schalke 04. Wir springen in die Nachspielzeit. Ebbe Sand treibt den Ball lange, hätte schon lange vielleicht auch abspielen können. Harit jetzt zu Uth. Außenpfosten. Es sollte kein Tor mehr fallen. Wir haben einige Chancen gesehen, war jetzt kein spektakuläres Spiel, hat am Ende dann auch keinen Sieger und keinen Verlierer verdient gehabt. Es endet verdientermaßen mit 0:0. Jo, das soll es dann mit dieser ersten Folge gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ich weiß, ob euch das gefallen hat. Habt ihr nochmal Lust, eine weitere Folge davon zu sehen? Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und adios.